Tag, hallo. Wir melden uns wieder hier aus Köln und Sandweier zum Sportwelt-Podcast heute am Montag unter dem Titel Finish. Es geht um den Rückblick auf das vergangene Turfwochenende. Ja, da hatten wir gestern natürlich vor allen Dingen einen sehr interessanten Tag, auch im Hinblick auf das deutsche Derby. Manuel, ich begrüße dich hier bei uns. Manuel Trom, mein Kollege von der Sportwelt. Guido Göbel, das bin ich. Und Manuel, ja, sind wir jetzt schlauer in Bezug aufs Derby nach dem gestrigen Tag? Ich sage mal, also ich zumindest bin es nicht, obwohl natürlich sich einiges ereignet hat. Ja, auch von mir noch ein Hallo in die Runde. Und nein, ich bin auch nicht so wirklich schlauer. Mitte der Zielgerade dachte ich, ich bin viel, viel schlauer. Also da im Union-Rennen. Im Union-Rennen, ja. Genau, im Union-Rennen in Köln. Ich habe es aus Hannover gesehen, ich war in Hannover gestern und habe es dort auf dem Bildschirm im Presseraum gesehen und mit der Zigarre dachte ich, okay, Narrativo, der ist doch wirklich ein ganz anderes Kaliber als der ganze Rest. Dann kam er am Schluss, ich dachte mit der Zigarre, er gewinnt deutlicher, als er es dann am Schluss gewonnen hat. Er hat auf jeden Fall mich Lügen gestraft, die Paris-Form war dann doch besser, als ich sie annahm. Er scheint wirklich ein richtig guter zu sein. So wie er gerade aufgekennzeichnet ist, dachte ich, der gewinnt jetzt mit 4, 5, 6 Längen. Das war es dann am Ende nicht, aber er hat trotzdem sehr, sehr überzeugend gewonnen. Ja, ich fand es auch sehr leicht und man darf natürlich auch nicht vergessen, du sagst, du fandst die Paris-Form nicht so toll. Da kam er ja auch aus einer längeren Pause. Ne? Ja, das darf man auch nicht unterschlagen. Es war aber schon sehr, sehr, ja, am Ende doch leichter Sieg. Es waren aber einige Pferde in dem Rennen, die nicht das allerbeste Rennen hatten, auch muss man auch sagen. Ne? Da sprichst du wahrscheinlich den Stallgefährten Aleno an. Da hat er Herr Picholek kurz in die Gerade rein den rechten Bügel verloren. Da hat er dann doch auch seine 2, 3 Längen verloren. Der war einer dieser Leidtragenden dieser Situation. Für mich ist er eigentlich, wenn mich wirklich fragt, ist er das beste Rennen gelaufen, weil der kam aus bester Lage da ins Hintertreffen, hat er 3, 4 Längen verloren, kam dann nochmal richtig schön auf. Und einer der anderen Unglücksfälle war wohl Stingray, der da innen an den Rails nicht so wirklich Passage fand. Kann man jetzt keinem einen Vorwurf machen, glaube ich. Da war es einfach eng und dass Ugo Butter da die Rails freigibt, das muss er auch nicht machen. Es war schon sehr knapp, was sie da innen veranstaltet haben, aber Stingray und Aleno waren wohl die unglücklichsten im Rennen. Ja, und also Aleno, das war schon, fand ich schon ziemlich stark, wie der dann nach diesem Positionsverlust nochmal so richtig sich aufrappelte und richtig in der Manier eines richtigen Stehers nochmal dann am Ende immer stärker wurde. Und das fand ich schon wirklich gut. Gelaufen wie ein Steher ist auch Anspruch. Denn der kam auch nochmal richtig wieder nach einem kleinen Schwächepunkt. Und das sah schon gut aus, wie der dann sich zum Schluss noch wieder nach vorne arbeitete und dann auch knapp an Palladium vorbeikam. Palladium und Stingray, muss ich sagen, waren für mich die positiven Überraschungen des Rennens. Hätte ich beiden so nicht zugetraut. Ja. Sechster war Wonderful Boy, der ja auch der gut gelaufen ist, aber vielleicht dann doch am Ende der Weg ein bisschen weit ihm wurde. Ich denke mal nicht, dass ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum der vor den anderen Pferden im Derby sein sollte, die jetzt vor ihm gewesen sind. Nein, oder? Das wohl eher nicht, aber er hat mich überrascht, wie gut er da lief. Aber dass er jetzt im Derby die Formen groß dreht, das sehe ich jetzt auch nicht. Ja. Annie Moon, ein bisschen enttäuschend, kann man sagen. Ja, doch. Da dachte ich auch wirklich, das ist ein richtig, richtig gutes Pferd. Kann er immer noch sein, will man nicht an einer Form messen. Aber ja, war dann doch schon früh aus seiner eigentlich guten Position geschlagen. Im Vernehmen nach soll er mal ausgesetzt haben vor dem Rennen. Weiß ich nicht, wenn das so ist. Muss man das natürlich berücksichtigen. Ich denke mal, dass er trotzdem im Derby laufen wird, eigentlich, vermute ich mal. Ne? Sign of Stars, Kölle, das kann man wohl dann abhaken. Sign of Stars ist auch schon rausgenommen aus dem Rennen. Ja. Kölle wird dann auch im Falle eines Starts riesengroßer Außenseiter sein im Derby, das ist klar. Mhm. Ja, wie bewerten wir das jetzt alles? Ich würde mal sagen, wenn wir aufs Derby blicken, machen wir direkt erstmal noch den Prix de Lue vielleicht. Nehmen wir den gleich mit dazu, genau. Genau, weil da lief ja am Sonntag Global Health in dem Gruppe 3-Rennen über 2-4 und war am Ende Vierter. Nicht so ganz optimaler Rennverlauf, muss man sagen. Ich sag mal, bei anderem Rennverlauf wird er Zweiter. Der Sieger Delius galt schon vor dem Rennen als sehr gutes Pferd, dass der Gruppe 1 kann. Und das mag sein.
Er ist jetzt auch im Arc, für den Arc, im Arc-Wettmarkt ist Delius ziemlich weit vorne, ich glaube bei Kursen um 20 zu 1 ungefähr so. Und hinter dem wäre also Global Health im Normalfall, sage ich jetzt mal, Zweiter geworden. Ich fand die Leistung nicht schlecht. Wie hast du das gesehen? Ja, muss so ein bisschen ausholen. Ich habe das Rennen von Global Health, das letzte Rennen, ja in Straßburg geschaut. Und da hat er von der Spitze aus gewonnen. Und dann kann ich mich noch an eine Szene erinnern. Ich habe das mit einem Kumpel in der Waage in Straßburg angeguckt, das Rennen. Und kann mich noch erinnern, dass ich gesagt habe, oh, der läuft jetzt bestimmt in der Union und wird da auf Warten geritten, damit man da nochmal testen kann fürs Derby. Deshalb, gut, er lief jetzt nicht in der Union, lief dann am gleichen Tag jetzt im Prix de Luce. Aber ich ging davon aus, dass er aus hinteren Regionen kommt. Als ich dann die Startbox 1 gesehen habe, dachte ich, oh, das ist natürlich immer anspruchsvoll dann. Am Schluss hat er jetzt genau den Rennverlauf bekommen, leider, mit dem er dann aus Box 1 manchmal nichts dagegen machen kann. Für mich hat er trotzdem überzeugt. Also das sah gut aus, wie er da außen angepackt hat, kam da richtig schön an. Und du sagtest es, Delius, ich habe gestern noch in Social Media irgendwo ein Video von Christoph Soumillon gesehen, der gefragt wurde, was er denkt und was denn Delius noch zeigen kann oder wie gut er ist. Da hat er relativ einfach gesagt, Group One Performer for sure. Also ja. Ja, das sagt alles, wie gut der wahrscheinlich ist. Und da wäre nicht allzu weit weg gewesen, der Global Health. Ich fand die Leistung absolut okay. Stehenvermögen ist sowieso keine Frage. Das hat er in Straßburg schon gezeigt, über 2350 auf schwerer Bahn. Und gestern hat er das auch wieder gezeigt. Und es ist ja auch ein Zeichen irgendwo, dass Bojan Mozarbayev ihn geritten hat gestern und nicht einen Narrativo, der mit Sicherheit auch sehr gut gearbeitet haben wird vor dem Kölner Rennen, so wie er gelaufen ist. Also das ist schon ein Hinweis und für mich bleibt Global Health auch ein interessantes Pferd. Er ist jetzt auch im Wettmarkt bei den Buchmachern so an dritter Stelle, glaube ich. In die Favoritengruppe rein, ja. Genau, und das ist auch meiner Meinung nach zu Recht. Man kann jetzt auch nur so eine kleine Äpfel mit Birnenrechnung, sage ich immer, anlegen mit Trafalgar Square. Da war er, glaube ich, Pferd, ja. Ja, war er deutlich vor dem und Trafalgar Square war klar von Narrativo. Kann man natürlich alles so nicht bewerten, weil Narrativo, wie gesagt, aus der Pause kam, das Rennen war langsam gelaufen. Pipapo. Aber das ist schon auch ein gutes Pferd, Global Health. Und da hat Peter Schiering auf jeden Fall zwei ganz heiße Eisen im Feuer für Hamburg. Aber was, wenn man sich das Derby so anschaut, trotzdem noch nicht so ganz klar ist, gut, nach dem leichten Union-Sieg ist Narrativo der Favorit. Kann man unterschreiben. Wie stehen diese Pferde, die gestern gelaufen sind, jetzt zu Wintertraum und auch zu einem Borna, an den man ja gar nicht mehr denkt, so sag ich mal, der aber auch immerhin überlegen, dass der mit Italiano gewonnen hat. Da werden wir heute Abend vielleicht noch ein bisschen schlauer werden, was das wert war. Ja, also das ist natürlich auch nicht so ganz leicht zu beantworten. Ne? Nein, ganz, ganz schwierig, weil die beiden Lacchiona-Pferde da den klassischsten Routen, die jetzt die anderen Favoriten bestritten haben, da so ein bisschen aus dem Weg ging, in Anführungszeichen. Wirklich spannend, im Prinzip ist Lucky Owner gegen den Rest, so kommt es einem bald vor, weil man einfach deren Formen nur schwer in Relation setzen kann. Und die haben auch mehr als beeindruckend gewonnen. Und da muss ich mich wieder an unsere letzte Folge erinnern. Und das Gefühl hatte ich auch gestern nach der Union wieder. Die waren wahrscheinlich alle zu nah beieinander. Bis zum 7. Anymoon waren es, glaube ich, irgendwie 3 Längen, wenn überhaupt. Lass mich mal kurz gucken. Das sind 3 Längen, dann kommen noch 2-mal Hals, Kopf, kurzer Kopf. Ja. Das ist wahrscheinlich für einen überragenden Jahrgang oder ein herausstechendes Pferd wahrscheinlich zu knapp. Möchte Harald Sieben da nicht vorgreifen. Da wird ein Handicapper-Block kommen diese Woche. Bin ich mal gespannt, wie er das liest. Ja. Und dann wollen wir direkt nochmal, wo wir gerade aufs Derby schauen, auf heute Abend noch einmal hinweisen. Da haben wir ja heute Abend in Mailand, ich schaue mal genau die Uhrzeit, ich glaube 20.05 Uhr oder sowas war das, ne? 20.05 Uhr, genau. Genau, 20.05 Uhr, vierte Rennen in Mailand, der Gran Premio d'Italia, Listenrennen über 2400 Meter mit 4 deutschen Startern. Wir hatten sie am Freitag schon genannt. Quemados, der Fairhofer aus dem Stall von Andreas Wöhler, dann die beiden Park Wiedinger, Flamingo Moon und Quantum Memories von Peter Schiering und Larios aus dem Quartier von Markus Klug, die alle versuchen, ja, noch sich fürs Derby zu qualifizieren. Das Rennen, ich habe mal überlegt gehabt gestern Abend, so,
wenn die da jetzt gewinnen, bringt das überhaupt was. Aber es ist der dritte und fünfte aus dem Derby Italiano dabei. Hm. Von daher, wenn man vor diesen Pferden ist, dann denke ich, kriegt man schon die entsprechende Marke, um dann auch im deutschen Derby dabei zu sein. Ja. Ich habe jetzt auch mal den italienischen Wettmarkt heute Morgen schon angeschaut und da ist Caimados tatsächlich Favorit schon. Mhm. Ist wohl dann doch auch ein Zeichen. Das wären jetzt nicht nur, Anführungszeichen, im besten Sinne des Wortes, verrückte Italiener gewettet haben. Da wird auch schon der eine oder andere aus Deutschland unterwegs gewesen sein. Also da hofft man wohl, dass der Fairhofer sich tatsächlich noch fürs Derby qualifiziert. Ja, wäre auch, auch wieder eine Geschichte, ne? So über ein Listenrennen in Italien sich da ins Derby zu bringen. Aber er war ja Fünfter im Düsseldorfer Derby-Trial und da sind ja gestern ist der Stingray sehr gut gelaufen, zum Beispiel aus dem Rennen. Ne? Ja. Was wahrscheinlich noch die spannendste Geschichte wird, sind dann eben noch die Reiterfragen wahrscheinlich. Ja, bei da Markus können wir, Klug können wir und Peter auch Schilling. Mal gerade drüber unterhalten, ja. Genau. Markus Klug, da hat ja Andra Starke dann die Wahl zwischen Annie Moon und Borna. Bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Ja. Ich denke für mich, mal, wenn ich fragen darf, war für mich bis gestern keine Frage. Da war ich mir fast sicher, dass er wohl Annie Moon reiten wird, weil ich ging auch einfach davon aus, dass der jetzt hier weit vorne sein wird. Aber nach gestern wird er da mit Sicherheit, wenn er nicht eh schon gegrübelt hat, jetzt wird er auf jeden Fall grübeln. Ja, und ich denke mal, also dass er einen von beiden natürlich reiten wird und der andere, vermute ich mal, egal wer es ist, jetzt für den er sich entscheidet, das andere Pferd wird dann von einem ausländischen Jockey geritten, würde ich mal vermuten. Könnte man fast. Also so bei Darius Racing vielleicht Clément Lecoeuvre oder sowas. Und ja, bei Schlender, die würden, glaube ich, dann schon einen ausländischen Top-Jockey verpflichten. Vermute ich mal. So, bei Peter Schirgen gehe ich auch mal davon aus, dass Borja Mozabayev auf Global Health bleibt. Würde ich mal so sagen. Aber dann wird es schon spannend. Mhm. Mit Narrativo. Da ist ja noch Sibylle Vogt, das darf man ja nicht vergessen. Die kommt ja jetzt wieder und die ist zweiter Jockey am Stall. Ja, die hat ja auch noch ein bisschen mitzureden da sozusagen oder ein paar Aktien da drin. Ne? Ja, es ist natürlich, wie gesagt, es ist wirklich spannend und das ist auch wirklich nur hier von uns Kopfkino hier, was wir uns ja ausdenken. Aber den Union-Siegreiter, wenn jetzt Borja Mozabayev sich für Global Health wirklich entschieden hat, oder vielleicht war es ja auch schon entschieden, weiß man ja nicht, wenn man gesagt hat, ihr reitet so oder du hast dich jetzt vor der Union oder vor dem Renntag jetzt für Global Health entschieden, den Siegreiter jetzt möglicherweise Adrie de Vries 100 zu setzen, würde ich mich als Besitzer wahrscheinlich auch schwer tun. Ich möchte hier keinen hoch oder runter singen, aber ja, aber es hat alles auch, glaube ich, ein bisschen vertragliche Gründe und sowas auch noch vielleicht. Kommt können auch eine Rolle spielen, die da eine Rolle spielen können, natürlich. Ne? Ja. Also das ist wirklich spannend sein. Aber das werden wir sicher in den nächsten Tagen erfahren, weil langsam wird es ja Zeit dann auch für die Jockey-Verpflichtung und vielleicht hängt es auch noch ein bisschen davon ab, was heute Abend da in Italien passiert mit Flamingo Moon, keine Ahnung. Aber Lazar Star gibt es auch noch von Schirgenstall noch, ja. Agentum auch noch. Auch also, nur eine Verlosung in der Theorie, ja, genau. Und haben wir sonst noch irgendwelche Jockey-Verpflichtungen, die schon feststehen oder wo wir sicher sind, dass die im Derby so kommen werden? Ich denke mal, was ja klar ist, Palladium, Kevin Stott, das ist klar. Bin ich gespannt. Im Prinzip hängt jetzt vieles davon ab. Tora Hammer Hansen hat seinen fast sicher geglaubten Ritt erstmal in Anführungszeichen verloren auf Sinostars, der ist im Derby raus. Das wäre vielleicht auch wiederum ein Reiter für einen möglichen Borna. Wer weiß das? Viel für Darius Racing in den letzten Wochen geritten. Das wäre wieder ein Thema möglicherweise. Und ja, und dann René Picholek hat. Alleno, oder? Genau, da Sarah Steinberg hat kein Pferd im Rennen. Also kann mich nicht entsinnen, ob da noch irgendwo einer schlummert, aber ich glaube es nicht. Und dann Martin Seidel gehe ich mal von aus, oder? Das könnte man auch wohl schon unterschreiben. Und ja, wirklich spannend, wie jedes Jahr. Brauchen wir jetzt auch keine künstliche Spannung, das ist jedes Jahr spannend, wer da wo reitet. Und da wird sich einiges Kopfzerbrechen in den verschiedenen Quartieren gemacht werden. Was auch noch ganz spannend sein könnte, ist, ob ein oder zwei Ausländer vielleicht noch kämen. Sind ja noch einige im Rennen. Ich habe heute mal geguckt, viele laufen auch in Ascot jetzt beim Royal Ascot. Ja, und da laufen einige in ganz interessanten Rennen und je nachdem, wie die da abschneiden, könnte schon noch der ein oder andere, vielleicht von Carl Burke ein Pferd zum Beispiel oder vielleicht auch vom Aidan O'Brien, mal gucken. Da könnte auch der ein oder andere kann da vielleicht mal dabei sein. Ne? Ein im Ausland trainiertes Pferd ist ja bereits mehr oder minder safe gebucht.
mit Mr. Getz aus Frankreich. Ja. Ja. Mit dem rechnen wir ja schon fest. Also wird wohl international werden. Ja, also das ist schon sehr interessant. Und ich denke mal, dass so wie es aktuell aussieht, auch wieder ein volles Starterfeld von 20 Pferden geben wird. Das sollten alle Pferde gesund bleiben und dann könnte das gut möglich sein, denke ich. Ja, gibt wirklich einige Pferde, mit die sich dann auch diese berechtigte, wir probieren es mal, Lage, da sind doch dann auch ein paar Pferde, da bin ich gespannt, da werden ein paar auftreten. Jo, dann haben wir die Dreijährigen abgehakt für heute. Schauen uns natürlich heute Abend das Rennen an in Mailand und reden dann am Freitag darüber. Und wir hatten aber noch ein anderes Gruppe 2 Rennen gestern in Köln, das war der große Preis von Wetzlar. Und ja, da kann man sagen, waren am Ende die gemeinten Pferde vorne. Fantastic Moon hat sich mit einem Sieg zurückgemeldet, der Derby-Sieger. Ich glaube, war ganz wichtig für dieses Pferd und für diesen Stall, dass das gestern wieder ging. Sarah Steinberg war ja vor dem Rennen auch sehr offen, hat gesagt, heute gibt es keine Ausreden, der Boden passt. Und ja, er hat auch gezeigt, dass er doch noch ein sehr gutes Pferd ist und hierzulande ebenfalls keinen Fürchten braucht. Das Rennen war auch, glaube ich, ganz reell alles, oder? Ja, war alles reell. Hat auch schön gewonnen, hat er schön angepackt außen. Dann gestern hatte ich dann auf meinem Privat, oder was natürlich auf meinem Handy ist sowieso privat, aber haben mir ein paar Leute geschrieben und haben dann auch gesagt, ja, auf 2-4 verliert er aber gegen Lordan. Habe ich gesagt, gut, das Rennen geht über 2-2, da kann man ja, jetzt, das ist ja Unfug, was soll also das? Also das, ja. Da habe ich gesagt, das nützt jetzt nichts, über 2000 gewinnt er wahrscheinlich leichter, also das fand ich jetzt keine Elle, der hat ihn jetzt reell geschlagen über 2-2 und man darf auch nicht vergessen, ja. Hat noch ein Kilo mehr getragen auch. Ne? Hat ein Kilo mehr getragen, genau. Wie gesagt, da war eine grundsolide Vorstellung, was man im Kopf dann immer hat, könnte das jetzt nochmal im Ausland bestätigen, darauf muss man ja eigentlich hoffen, dass das noch geschehen kann, dass man nicht sagen müssen, wir sind in einem internationalen Gruppe 2 Rennen mit unseren Gruppe 2 Pferden chancenlos. Das wäre jetzt eigentlich die Hoffnung, die man sich davon noch macht. Mein Herz ist mit der Zielgerade aufgegangen, mein Tünnes hat sich da zurückgemeldet. Da habe ich kurz mal gedacht, dass da sogar noch eine Platzierung war, dann am Ende Vierter, aber Vierter, ja. Mit dem wird auf weichem Boden nochmal zu rechnen sein dieses Jahr. Ja, wenn der Boden richtig schwer ist, dann geht da mal was. Ja. Bei dem Boden, er hat es gut verkauft, finde ich. Also war auch schon deutlich besser als beim Comeback zuletzt. Jo, dann haben wir Köln. Möchte ganz kurz der Vollständigkeit halber sage ich es noch, Guantanamera lese ich gerade im Rennbericht, stellte sich nach dem Rennen heraus, dass sie verschleimt war. Okay. Ja. Dann gehen wir nach Hannover gestern. Da gab es ein Listenrennen und da war es zwar nur ein kleines Feld und es gab den Sieg des Favoriten Alessio für Trainer Peter Schiergen, auch wieder Idlingen Schiergen, also großer Tag gestern für diese Kombination. Leon Wolf saß im Sattel, zweiter war Lotterboff, auch sehr gut gelaufen und dritte war, ja, ich möchte fast sagen, die moralische Siegerin Nastaria. Das war natürlich, ja, verdammt unglücklich. Das war verdammt unglücklich und dieses Pferd, also von diesem Pferd kann man nur den Hut ziehen. Also das ist wirklich unglaublich. Ich habe gestern mal gezählt und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Das war die 12. Black-Type-Performance von dem Pferd. Unglaublich eigentlich. Und ich möchte gar nicht ausrechnen, was da man soll es so nicht sagen, aber was da an Rennen auch schon sie leider verloren hat durch unglückliche Rennverläufe und Ähnliches. Und ich glaube, die hätte schon 4-5 Rennen mehr gewinnen können. Oft das Pech da irgendwie auch magisch angezogen und. Ja, das hat man wirklich so das Gefühl, ja. Aber das, ja, ich habe auch versucht, ganz kurz mit Miguel Lopez nach dem Rennen zu sprechen. Da kann man sich vorstellen, dass der natürlich nicht so ganz gut gelaunt war. Und ich glaube aber, dass er sich selbst die meisten Vorwürfe gemacht hat, weil, ja, wie gesagt, immer aus einer Sicht noch nie ein Rennen geritten. Aber man hat es irgendwie kommen sehen, dass vorne die formzugschwächste Northern Starlet, außen daneben lag Missindia, die 2400 Meter gepult hat, dass diese beiden in der Zielgerade jetzt nicht unbedingt weit tragen können. Das hat man irgendwie fast schon vermutet. Und außen hat Leon Wolf den Alessio frühzeitig flott gemacht. Und ja, irgendwie hat man es im Schlussbogen kommen sehen, was kommt.
Ja, genau so war es leider. Und sie hat dann, als sie auf freie Bahn kam, noch wieder toll angezogen dann. Also dieses Pferd ist phänomenal. Also wirklich ein sehr gutes Pferd, leider nicht immer glücklich. Jo, dann haben wir am Samstag in Dresden das Auktionsrennen gehabt. Und da gab es eigentlich den, ja, absolut erwarteten Sieg der Favoritin, die noch ordentlich zahlte, fand ich, um 2,3. Das war die Karlshoferin Three Havanas aus dem Stall von Henk Grewe, der das Rennen somit zum vierten Mal in den letzten 8 Jahren gewonnen hat. Und das ging ganz leicht, Manuel, oder? Das ging vor allem noch viel leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte ja ein bisschen Bedenken vielleicht, dass sie nicht flott genug antritt möglicherweise oder dass da zwei, drei andere, aber die Stute war immer, kann man das sagen, bei einer Stute eigentlich nicht, aber die war immer Herr der Lage. Also das sah schon richtig gut aus und die hat ihre ganze Klasse da ausgespielt und doch, das war beeindruckend, wie sie das gelöst hat mit Leon Wolf. Ja, und man hat halt, weil sie auch laut Holger Faust eigentlich gar kein Meilerin ist, sondern eher eine Fliegerin ist, hat man dieses Rennen halt auch gewählt und will jetzt mit ihr ein Rennen im Ausland vielleicht auf etwas kürzerer Distanz suchen für sie. Ich denke mal, da ist Holger Faust ja auch mal ganz pfiffig und findet da sicher was für sie. Das war etwas am Samstag eine sehr gut ausgesuchte Aufgabe, für die es auch noch gutes Geld gab. Ja, sowohl für die Besitzer gab es gutes Geld als auch für die Wetter, denn also Ja. 2,3 Festkurse waren sogar noch ein bisschen höher für eine klare Rechnungsfavoritin, die klassisch platziert war. Das war schon gut. Pacharan Also. als Zweiter aus Box 9 auch gut gelaufen, Wikinger als Dritter auch anständig, finde ich. Westman, ja, da musste ich Ja, mich der. langsam verabschieden, Manuel, oder auf dem Ja, Level. das. Man, ja. Nee, der hat irgendwie für eine Dreieck nicht mehr so richtig auf die Füße irgendwie. Das, ja, wir haben es schon mal angedeutet. War natürlich eine harte Zweijährigen-Saison, aber ja, leider, leider war er dann in der Zielgeraden. Der ging ja mit Free Havanas da vorne und war dann eingangs gerade schon leider wieder früh auf dem Rückzug. Aber ja, mal schauen, was er sich, ob er sich nochmal finden kann. Gut, dann war es das für national. Wir hatten aber noch gestern den Prix de Diane in Chantilly. Und da, ja, hatte ich ja so ein bisschen Bock auf Aventure und du hattest Bock auf Tamfana. Du hast mich wieder mal geschlagen. Du warst Dritter, ich war Vierter. War Ja, ganz Aventure, knapp. ja, war ganz knapp. Aventure hatte ich lange auch ein gutes Gefühl eigentlich, weil sie ging gut und wo der Maxime Guyon sie dann auf freie Bahn brachte, dachte ich auch, jetzt löst sie sich gleich. Aber tat sich dann auch nicht so leicht und war dann im Ziel genau auf der Linie. Bei vier kämpfenden Pferden war sie dann genau Vierte. Ja, die Siegerin kam mit riesigem Speed. Genau, hatte davor ein Gruppe 2 Rennen in Chantilly gewonnen. So ein bisschen unterm Radar geflogen, aber Also Sparkling Plenty, die Siegerin von Sparkling Dandy, die Patrice Siegerin. Cottier mit Tony Pichon, genau. Genau. Hat aber das sehr gut gelöst. Hat auch schön gewonnen. War auch einfach das beste Pferd. Da gab es auch, glaube ich, wenig Hard-Luck-Stories. Und das sah gut aus. Und ja, kann man nicht nochmal, um auszuholen, hier den deutschen Zuchterfolg nicht hoch genug einschätzen. Tamfana vom Gestüt Ezian und Hans-Helmut Rodenburg. Herzlichen Glückwunsch, da kann man mal wirklich, also dritter Platz im Prix de Diane, das ist wirklich Nicht aller schlecht. Ehren wert. Ja. Ja, das kann man wirklich absolut sagen. So, international geht es ja auch weiter in dieser Woche. Am Dienstag geht's los, Royal Ascot. Ich glaube, dieses Jahr ohne deutsche Beteiligung, oder? Gibt, glaube ich, gar keinen, der da auch im Rahmenprogramm oder so starten Nein, es würde. war mal, Nö. Fantastic Woon war da mal irgendwie kurz in der Verlosung und ich glaube auch Goliath war da mal in der Verlosung. Das prüfe ich mal noch, ob der noch irgendwo eine Nennung trägt. Ich merke schon, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, wir sind da ein bisschen unterschiedlich. Ich zähle immer noch in Deutschland, die auch in Deutschland trainiert Ja, werden. ja. Ne? Das war, so bist du Ja, halt. es interessiert ja dann doch irgendwo, wenn Ja, ist dann auch immer deutsche Farben nur dann zumindest Spaß, sehen, aber nur in Spaß. Deutschland trainierte Pferde auf jeden Fall nicht. Die werden nicht dabei sein. Und er hat noch für Samstag. Nein, hat er nicht mehr. Ist raus aus den Hartwig Stakes, also Okay. nicht dabei. Nee, dann wird gar Okay. keine deutsche Farbe, glaube ich, auch dabei sein, oder? Hast du was von Tasmania gehört, von Sir Mark Prescott, eine Nee, Schlendahnerin? weiß ich jetzt auch nicht, nein. Schauen wir das mal noch ganz kurz. Wir wollen ja hier informieren und niemanden doof sterben lassen. Ja. Aber gucken wir mal, ob da noch was steht. Nein.
Da ist auch nichts mehr. Nein. Okay, gut. Dann war es das für heute. Da haben wir das auch. Schauen wir uns das natürlich an, dieses Ascot. Denn, wie gesagt, ein paar Pferde kommen wir noch fürs Derby vielleicht eventuell mit in Frage. Und schauen natürlich heute Abend nach Mailand. Ah, einen habe ich aber noch, Manuel. Wir wollen ja nicht nur immer informieren und fachsimpeln. Wir wollen ja auch unterhalten. Da habe ich noch zum Abschluss hier einen kleinen Karlauer oder einen Flachwitz, sagt man, glaube ich, heutzutage eher. Jetzt bin ich gespannt. Wie nennt sich das denn, wenn einer aus dem französischen Rennsport sich die Haare färben lässt? Ich löse auf, ja? Ja, bitte. André Fabre. Okay. Okay, okay. Wow. Die liebe Zuhörer, nehmt die Füße nach oben, er kommt flach. Also. Ja, der war sehr flach. Gut, alles klar, aber das musste Respekt. Mal sein. Respekt. Ja. Okay, warte, bis Freitag würde ich sagen und ja, genau. Euch allen eine schöne Woche und wir schauen dann mal, wie es heute Abend läuft und wie es am Freitag aussieht. Dann haben wir am Sonntag auch noch wieder ein Grupperennen, Großer Preis der Wirtschaft in Dortmund. Am Samstag ein Listenrennen, Diana Trail in Düsseldorf. Übrigens da nur 6 Rennen am Samstag in Düsseldorf, ist mir aufgefallen. Auch erstaunlich. Ja. Ich hatte erst noch gedacht, ob vielleicht Deutschland vielleicht spielt an einem Tag oder sowas, aber ist gar nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen, war so eine konzeptionelle Sache, glaube ich, von Düsseldorf. Haben sie mal Anfang des Jahres angekündigt, dass da auch viel anderes dann auf der Rennbahn passieren soll. Mit einem Sponsor vielleicht oder sowas. Veranstaltung, ne? Genau. Oder wie auch immer, genau. Ja. Ja. Dass dann noch Programm geboten wird. Deshalb glaube ich, eine bisschen kleinere Karte mal in Düsseldorf. Jo, zu all dem kommen wir aber dann am Freitag. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Erfolg beim Wetten. Hals und Bein. Bis dann. Und von mir viel Spaß während Ascot und wir hören uns am Freitag. Bis dann. Hals und Bein.